soziale Nachhaltigkeit empirisch messen? Welche Indikatoren sind dafür angemessen und wie lassen sich die Ergebnisse interpretieren? Ich freue mich sehr, dass ich heute darüber sprechen kann, denn die letzten Monate habe ich mir eigentlich mal nichts anderes den Kopf zerbrochen als genau über diese Frage. Deswegen freue ich mich sehr über die Diskussion. Ihnen jetzt mal ganz anders als das, was davor präsentiert wurde, dass ich mich leider gar nicht beziehen kann wegen der kurzen Zeit, einen neuen Ansatz vorzustellen, soziale Nachhaltigkeit zu messen. Ich mache da mal einen kleinen Werbeblock, dass Sie wenigstens etwas zum Angucken haben. Wie Sie wissen vielleicht, oder einige von Ihnen, präsentieren wir am 14.11. als IRSS in einer Partnerschaft Dynamis mit der 100% Erneuerbar Stiftung und der Innogy Stiftung das erste Mal unser soziales Nachhaltigkeitsbarometer der Energiewende. Das soll für die nächsten 3 Jahre zunächst einmal jährlich messen, wie sozial nachhaltig die Energiewende in Deutschland ist. Wir wollen damit eine solide Datenbasis vorlegen für das Monitoring der sozialen Aspekte der Energiewende. Auch das ist ja ein hoher Anspruch. Ich weiß nicht, ob wir es realistisch nennen sollen, aber es ist zumindest ein Anspruch. So viel schon mal weg, vielleicht noch mal kurz als Ergänzung. Wir sind ein kleines Team, da vorne sitzt Ira Matuschke, meine Kollegin, und Eva Wanneck, unsere studentische Hilfskraft, und mit Unterstützung von Eugen Renn sind wir dieses Projekt angegangen. Das Barometer dargestellten Daten und Ergebnisse beruhen auf einer internetbasierten, bevölkerungsrepräsentativen Haushaltsbefragung von über, und das ist ein sehr, sehr gutes Sample, 7500 Haushalten, ausgewählten Haushalten in Deutschland. Die wurde in Kooperation mit dem RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung durchgeführt im Rahmen des Forschungsnet-Panel-Datensatzes. Und zwar wurde die erste Erhebung im Sommer 2017 durchgeführt. Wir haben auch zusätzlich qualitative Daten erhoben in 5 Fokusgruppen und leitfadengestützten Interviews. Ich würde mal sagen, wir haben damit in Deutschland ein einzigartiges, analytisch und konzeptionell hoch anspruchsvolles Indikatoren-System entwickelt, das, so sind wir überzeugt, die Diskussion über die Energiewende hoffentlich befeuern oder sozusagen bereichern wird, aber hoffentlich auch prägen wird, ganz im Sinne transformativer Forschung. Ich kann Ihnen leider nicht die Ergebnisse schon präsentieren, schon zeitlich nicht. Ich möchte ganz herzlich zu der Veranstaltung einladen, Sie können das auch alles noch nachlesen. Was ich jetzt gerne machen möchte, ist Ihnen kurz unter Auslassung vieler wichtiger Informationen darstellen, unsere Herangehensweise, wie wir vorgegangen sind bei der Operationalisierung, Indikatorenbildung, damit Sie verstehen, welche Perspektive wir gewählt haben und welche Fragen wir gestellt haben, die wir in den Blick bekommen wollen, im Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit. Und wichtig ist dafür die erste Tradition, und wenn ich dich richtig verstanden habe, würde ich sagen, nämlich die Frage nach den Bedingungen von Transformationsprozessen. Also wie kann Transformation gelingen? Das ist eigentlich eine Perspektive, die wir uns gefragt haben, die wir ganz konkret antworten haben wollen. Zunächst muss ich kurz was zum Konzept sozialer Nachhaltigkeit sagen, auf deren Grundlage wir die Operationalisierung und Indikatorenbildung vorgenommen haben. Denn das formt ja auch die Perspektive und für jede Indikatorenmessung ist es zentral, wie wir auch besprochen haben. Wir haben uns nämlich sehr bewusst für das Konzept sozialer Nachhaltigkeit entschieden, weil es, wie auch Herr Rupieker im Buch ausführt, eben ein weites Verständnis zugrunde liegt und nicht fokussiert ist auf ein enges Verständnis, was allein mit sozialer Umverteilung zu verstehen ist, wobei wir klar sagen müssen, das ist trotzdem Teil unserer Perspektive, weil das ist ein sehr wichtiger Teil, den wollen wir nicht vorlassen, aber er ist eben nicht sozusagen umfassend genug. Wir haben, und das ist auch eine Besonderheit, was den Fokus nochmal deutlich macht, unser Konzept entwickelt in direkter Anwendung auf den Gegenstand, auf den wir fokussieren, nämlich Energiewende als eine sozial-ökologische Transformation. Und wichtig ist jetzt, dass deutlich wird, welche Fokussierung wir vorgenommen haben mit dem Zusatz auch sozial. Wir haben nicht übergeordnete Menschheitsfragen zugrunde gelegt, sondern sind integriert vorgegangen, haben keine Säulen, sozusagen Vorstellungen von sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer
ökologischer Nachhaltigkeit, das ist ja auch schon angesprochen, wir bemühen uns da um eine integrierte Perspektive. Und aus unserer Sicht ist die eben, dass soziale Nachhaltigkeit den Blick wirft auf die gesellschaftlichen Veränderungsprozesse, die mit dem ökologisch erforderlichen technologischen Wandel einhergehen. Das ist keine Besonderheit der Energiewende. Jedes Energiesystem hat soziale Dimensionen. Aber bei diesem Wandel sind diese sozialen Dimensionen halt besonders wichtig. Was wir nicht machen ist, nur um das deutlich zu machen, weil das liegt ja auch schon von vielen sehr angesehenen Instituten vor, wir machen keine umfassende Nachhaltigkeitsbewertung des Energiesystems oder der Energiewende als Ganze, sondern wir fokussieren wirklich auf die sozialen Dimensionen. Wir brauchen erhebliche Verhaltensveränderungen weiter Teile der Bevölkerung, die auch erhebliche verteilungspolitische Implikationen haben. Das ist ja eben auch schon angesprochen worden. Martin Renn hat auf die Gegenbewegung hingewiesen, hier sind massive Interessen involviert, hier geht es um erhebliche Konflikte. Und wir sagen, soziale Nachhaltigkeit ist so etwas wie eine Leitorientierung, wie dieser Wandel in sozialer Hinsicht, dieser begleitende Wandel, eigentlich erfolgen sollte. Das ist unsere normative Grundlage, Energiewende als gesamtgesellschaftliches Gemeinschaftswerk, Ethikkommission 2011 hat das geprägt. Und zwar ein Wandel, den weite Teile der Bevölkerung befürworten und aktiv voranbringen durch Unterstützung. Das kann nur gelingen durch Teilhabe. Der Teilhabebegriff ist uns sehr wichtig, politisch, ökonomisch, aber auch im Hinblick auf die individuellen Lebensperspektiven. Sozial-ökologische Transformation kann nur mit den Menschen erfolgen und nicht gegen den Menschen. Und deswegen fragen wir auch die Bürger. Das ist sozusagen unser Fokus. Was halten die Menschen noch 3 Minuten, um Gottes Willen. Ich versuche es jetzt recht schnell zu machen. Fokus auf die Bürgerinnen und Bürger. Wie sind wir vorgegangen bei der Messung? Denn die Operationalisierung und Indikatorenbildung ist eigentlich die sozusagen Mammutaufgabe gewesen, wo wir konzeptionell sehr viel reingegeben haben. Wir haben vor allem subjektive Indikatoren gewählt, aber nicht nur. Die eins leisten wir deskriptiv, nämlich ein Zustandsbeschreiben, also die Denkmodelle für die Energiewende, welche Gerechtigkeitsvorstellungen haben sie, welche Erfahrungen haben sie, wie wollen sie sich beteiligen, aber auch normativ im Sinne von, welche Orientierung geben für ganz konkrete politische Entscheidungsprozesse und Handlungsbedarfe aufzuzeigen. Wir haben als Grundlage eine sehr umfassende Literatur-, Medien- und Diskursanalyse des gesamten Diskurses über soziale Nachhaltigkeit oder soziale Dimensionen der Energiewende durchgeführt und haben zunächst 6 Teildimensionen identifiziert, um die Meinung und Einschätzung der Bevölkerung zu erheben. Ich sage es nur grob als Dreigliederung, Einstellung und Deutungsmuster, Wahrnehmung der Bevölkerung, Wertvorstellungen, Gerechtigkeitsvorstellungen, Präferenzen, Gerechtigkeitsvorstellungen auch zu ganz konkreten aktuellen Fragen, wie beispielsweise der Reform der Finanzierung der Energiewende. Erfahrung, Verhalten und Verhaltensbereitschaften, also persönlicher Bezug zur Energiewende, wie fühlen die Menschen sich eigentlich von der Energiewende betroffen? Wollen sie eigentlich sich beteiligen, also Beteiligungsbereitschaft und Beteiligungsausmaß? Wir haben dann in einem nächsten Schritt, und diese Schritte sind nicht, es wurde eben auch schon angesprochen, sozusagen eine nach dem anderen, sondern sind auch teilweise parallel verlaufen, weil man dann wieder neue Erkenntnisse hat, die dann wieder eingeflossen sind. Wir haben dann nochmal in einer Analyse der Literatur und der Medien, der Akteure, die sich zu Wort gemeldet haben rund um soziale Fragen, nochmal geguckt, welche Konflikte, welche Probleme, welche Anliegen artikulieren sich eigentlich in diesem Diskurs? Was ist da vor Ort? Was wollen die Menschen? Was wollen Verbände? Und haben auf dieser Grundlage dann ganz konkret ein System von mehr als 100 Indikatoren entwickelt, das zueinander in vielfältigen Wechselbeziehungen steht. Und was das Besondere an unserem Ansatz ist, dass wir auch eine Fülle an sozioökonomischen Daten haben. Das heißt, wir können schauen, welche Bevölkerungsgruppen in der Energiewende befürworten die Energiewende, welche befürworten sie nicht. Also wir können Querbezüge, wir können gucken, welche politischen Präferenzen gibt es und welche Auswirkungen hat das auf die Befürwortung der Energiewende. Welche Einkommensgruppen wollen sich wie an der Energiewende beteiligen? Ich denke, die Stärke unseres Ansatzes, ich hoffe, ich habe das deutlich machen können, ist genau diese empirische Fundierung
unseres Indikatorensystems, sodass die Ergebnisse, die wir uns erhoffen oder die wir eigentlich schon sozusagen, von denen wir gemerkt haben, dass sie sehr solide sind und sehr interessant, die wir dann vorstellen werden, öffentlich in anderthalb Wochen, direkt einfließen können in einen Diskurs, in eine gesellschaftliche Debatte. Also sie hatten eine hohe Anschlussfähigkeit, weil wir eben genau die Themen aufgegriffen haben, die in der Diskussion auch eine Rolle spielen.